18. 19, meine. Komm, fahr. 16, komm. 17. Ja. Das ist geil, das ist Bodybuilding. Du machst einfach, bis nichts mehr geht, ne? Nicht, dass auf dem Plan steht, okay, ich darf nicht mehr 12 jetzt machen. Scheißegal, du machst einfach, bis nichts mehr geht, du machst nochmal Gewicht drauf. Und das ist genau diese Fight. Schön sieht's aus. Schön prall geworden, der Luca. So. Jawohl, können wir gleich mal Gas geben. Ne? Von nichts kommt nichts. Vom Rumsitzen, Rumstehen wird das ja nichts. Lass mal Booster reinballern, gell? Ja. Was ist dein Limit? 96. Letztes Jahr hatte ich Tiefsgewicht 81. Diesmal machen wir voll. Wie habt ihr das für ein Limit? Ja, 86. Machen wir beide voll, oder? Ja. Also, bitte schön prall kommen. Das Geile ist, dass wir dann der andere bis wie ich gelten. Wir können aber gesagt. Genau. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja, wir machen heute brutales Rückentraining und ja, so 5 Übungen und ja, mal gucken, 3 bis 4 Sätze mit Dropsatz und so. Also ich guck mal, wie fit die Jungs sind, was da geht. Also wir trainieren, bis nichts mehr geht. Aber kurz bevor der Muskel wieder schlapp wird, also klein wird, dann hören wir auf. Das müssen wir halt nach Gefühl machen. Ne? Ja, erster Satz. Auf dem ersten Arbeitssatz jetzt, okay? 1, spannend, 2, genauso, 17, noch 3, komm, 20 voll, und einer und ziehe ich runter, bravo. Ja, aber das ist zum Beispiel, wir haben jetzt ein bisschen zu leicht mit dem Gewicht angefangen, ne? Das heißt, ja, 20 Wiederholungen ist eigentlich zu viel, aber bis 20 kann man es schon machen. Scheiße, wieso soll man dann bei 15 jetzt aufhören? Also deswegen haben wir dann die 20 voll gemacht. Und jetzt erhöhen wir das Gewicht und schauen, dass wir auf jeden Fall ja, so vielleicht 15, 16 machen. Schauen mal, was da geht einfach, bis nichts mehr geht halt. Komm, 1 und richtig anspannen, 2, genau so, 3, 3, noch mehr, komm, 15, 15, komm, 16, komm, 17, ja, 18, noch 2, 19, Ah, jawohl, Wahnsinn. Ich habe nicht gedacht, dass die Jungs so stark sind. Ne? Ja. Hast du schwerer gemacht, ne? Jawohl. Gut. Weniger Speck, mehr Kraft. 1, 2, 3, 12, 13, komm, gib Gas. 15, 15, 16, 17, 18, 19, alleine. Jawohl. Stark. Jetzt hat er halt bei den letzten Videos ein bisschen abgefälscht. Ne? Die ersten 12, 15 waren sauber. Und das kann man ja machen, ne? So die letzten 5 oder so abfälschen. Ein bisschen mit Schwung machen. Wenn man halt bei den ersten Wiederholungen schon abfälschen muss, dann ist das Gewicht auf jeden Fall viel zu schwer. Was sagst du denn zu Zughilfen beim Rückentraining? Also persönlich nichts. Ne? Ich habe noch nie welche gehabt. Ne? Ich habe schon Latt mit 140 Kilo gezogen. Ich habe noch Zusatzgewicht drauf gemacht, 20 Kilo. Auch noch nie Zughilfen gehabt. Also kein Muss. Muss nicht. Wenn du starke Griffkraft hast, da brauchst du sowas gar nicht. Also klar, gibt es Leute, die dann riesen Unterarm kriegen und weil die riesen Pumpen Unterarm kriegen, dann finde ich schon gut, aber bei mir war das nicht so der Fall. Ja. Das Problem ist, momentan habe ich so ein bisschen Probleme hier, so leichten Tennisarm, leichten Golfarm. Deswegen benutze ich gerade auf jeden Fall Zughilfen. Jetzt bei dem Griff geht es noch, weil der so neutral ist. Aber sobald ich irgendwie so in die Bewegung gehe oder in die, benutze ich Zughilfen. Also ja. Ihr werdet mich heute noch mit Zughilfen sehen. Ja, wie gesagt, Zughilfen kannst du nehmen, wenn du es brauchst. Ich habe es früher nie gebraucht, aber beim Pascal zum Beispiel jetzt, er braucht die wegen seinen Unterarmen und sowas. Und das ist auch voll in Ordnung. Ja, aber wir können pick it up, it's lightweight. Nein, wir machen komm. 9, 10, 11, 5 und 3, und 2, noch 1, ja. Bravo, 3, komm, 4, 5, 6, noch 2, 1, 10, so, jetzt machen wir die Hälfte, geil. Das ist geil, das ist Bodybuilding. Das wollte ich aber auch. Reicht für heute, oder? Jetzt dehnen wir den Latt ein bisschen. Danach machen wir schön was rudern. Hä? Kein Lightweight. Ja, das ist Lightweight.
Ob man dann noch labern kann, ne? Yeah, buddy! Bam! Aber weg. Ach du Scheiße, Digga. Sieht gut aus. Alter, was ist denn da los hier? Was ist denn da los? Krieg ich schon Cheats? Bin ich zu weit? Muss mir die Beine noch später und den Arsch angucken. Nee. Der Arsch und die Beine sind noch fett. Sieht leer aus. 5. 6. 7. 13. Oh, komm. Und geht. Nur noch 4. Scheiße. Das ist nur der Pump. Ist das lässig oder was? Das gibt's ja nicht. Er ist an den Beinen. Viel weiter als ich. Was so? So. Hör mir auf, ey. Also läuft. Läuft dieses Jahr. Sprung hat nächstes Jahr, oder? Das Gute ist ja, wir machen beide den gleichen Pro Qualifier und beim Amateur Olympia gibt es 3 Pro Karten. Heißt, wir holen sie einfach beide. Das ist ein guter Plan, ja. Das wäre doch was. 2 Gen und 2 Chillock Athleten am gleichen Wettkampf Pro. Dann gibt's was zu feiern. Von der Härte. 8. Schöner Lad drauf. 19. Eine, komm. Jawohl. Wieso mal knackst du das gerade an der Schulter? Ne. Jede Wiederholung. Oder es war die Haut, die gerade aufreißt. Kann auch sein. Ja, Roland, der Training ist so gut, dass die Haut aufreißt. Das ist doch gut. Ja, der wächst einfach zu schnell und ja, das Bindegewebe ist halt. Also ich habe fast gar keine Risse selber. Obwohl ich auch schon mal 128, 130 Kilo mal gewogen habe. Zum Glück habe ich ein gutes Bindegewebe und dann habe ich kaum Risse. Aber der Luca, der wächst einfach viel zu schnell. So also schnell bin ich damals nicht gewachsen. Ich bin gewachsen, aber langsam, immer stetig. Und er wächst halt mega schnell. Also, Ziel für dich für die nächsten Wochen: härter werden, obenrum. Ja. Und für mich die Beine. Wichtig ist, dass am Tag des Wettkampfs alles passt. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn man zu früh fertig ist, ist ja auch nicht gut. Ja, ich meine, wir haben jetzt 4 Wochen vorbereitet. Das ist ja alles nach Plan. Alles zu seiner Zeit. Läuft. 5. Auf geht's. 6. Sehr schön. 10. Wie ein Tier. Komm. 10. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Das war jetzt kein Rückentraining mehr zum Schluss, die letzte Wiederholung, aber er hat gekämpft wie ein Löwe, gell? Also bis nichts mehr geht, da hat er den Trizeps noch Maschinen eingesetzt und alles, hat man mal ein bisschen hin und her gewippt, aber die ersten 12, 15 Wiederholungen, die waren sehr gut. Der Schwung, wenn du bei den ersten 3, 4, 5 Wiederholungen schon mit Schwung arbeiten musst, ja, das ist zu schwer. Dann ist das viel zu schwer. Aber bei den, wollen wir sagen, 10, 12 machst du saubere und dann machst du noch ein bisschen mit Schwung, das geht schon. Das geht. Cheat Reps. Genau. Das letzte Stückchen noch rauszumachen. Ja, haben wir früher auch gemacht. Ja, Blatt gezogen, da habe ich fast schon hin und her, so, ja, weißt du. Ja. Aber die ersten Wiederholungen richtig sauber halt. Ne? Am Ende war es dann Rudern. Aber am Ende war es genau Rudern, ja. Rudern sowieso auch Rudern. Also wirklich schwer, ne? Also nicht, dass du jetzt zu viel rumreißt. Da kannst du dir in Zerrung holen oder so. Also pass auf, wenn nichts mehr geht, hör auf und dann mache ich 20 Kilo weniger. Du musst so überlegen, was kann ich machen auch. Du willst ja gewinnen. Ja, weißt du, wo man gewinnt? Auf der Bühne. Ja. Aber hier im Training ist auch geil, wenn man sich gegenseitig so pusht. Das und so, gesagt, so ein bisschen. Ja, das ist voll geil. Ja. Aber da brauchst du einen richtigen Trainingspartner halt, ne? Ja, nicht jemand, wo zwischendurch immer aufs Klo muss, ne? Weil er die Pausen verlängern will. Ne? Ja, ich habe echt schon so Leute gehabt, die waren alle jede Übung auf dem Klo. Da denke ich, Alter, was ist mit dir los? Wieso gehst du immer aufs Klo? Mach mehr Pause. Ja, das hat er nicht gesagt. Ja, also ich bin heute schlecht, wie sie, ne? Ich weiß nicht genau, was da war. Wenn wir trainiert haben, waren die kotzen nach jedem Satz auf dem Klo. Ja, nicht nach jedem, aber es ist schon auch schon oft vorgekommen, ne? Dass sie dann auf dem Klo und auch einmal gebrochen haben. Ja, komm langsam. Langsam aber sicher, ne? Ja. 17. 18. 19. 20. Konkurrenz. Seine Konkurrenz zu sehen, ne? Motiviert. Klar. Wir sehen uns dann im Gesamtsiegerstechen. Ja. Hoffentlich.
Ihr seid ja nicht die gleiche Klasse dann, ne? Ihr müsst ja beide gewinnen und dann habt ihr Gesamtsiegerstechen. Dann gibt es Gesamtsiegerstechen. Und in Italien, jetzt ja Top 3, 1, 2, 3 glaube ich, kriegen eine Pro-Card. Von 4. Und wenn 1, 2 oder 1, 2, das wäre halt ideal, oder? Alter, vor Schönheit, oder Luca? So einfach mache ich es nicht. Ja, aber das ist gut, dann motiviert ihr euch und das ist auf jeden Fall, 100%. Wir stehen zusammen auf der Bühne, nicht gegeneinander. 100%. Ja. Team Schiller, wir gewinnen natürlich, ja. Aber wir gönnen es auch gegenseitig. 100%. Ja. Und nach Italien gehen wir zusammen mit einer Broker Pizza essen. Oh ja. Beide. Das ist der Team Spirit. Ja. Den brauchst du. Aber im Training musst du zusammenhalten. Klar. Man hilft sich gegenseitig. Weil du als Athlet, du lieferst nur ab. Und die Entscheidungen treffen die Kampfrichter. Wenn der eine besser ist, der andere ist einen Tick schlechter, das heißt, der ist immer noch sehr gut, dann passt es. Da kann man sich im Training helfen, auch hinter der Bühne helfen. Und einfach, das macht doch viel mehr Spaß. Weil dieses hinter der Bühne oder auch so, dieses, dem kenne ich nichts, dem helfe ich nichts und so, alles so für sich, das ist doch scheiße. Ihr seid ja auch Teamkollegen. Ihr seid ja, wenn es dann zum Beispiel zum, wie ich schon gesagt habe, zum Gesamtsiegerstechen kommt, und auch wenn dann nur eine Pro-Karte gibt, dann der Bessere soll gewinnen. Gerade Classic ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, was die Judges halt sehen wollen. Ja. Muss nicht mal einer schlechter sein, aber die mögen halt die Linie von dem her. Das ist Geschmackssache. Fertig. Ja, genau. Keine Grenzen setzen. Egal, ob du jetzt 10, 15, 20 Wiederholungen machst, du machst einfach, bis nichts mehr geht. Ja? Nicht, dass auf dem Plan steht, okay, ich darf nicht mehr 12 jetzt machen. Scheißegal, du machst einfach, bis nichts mehr geht, du machst nochmal Gewicht drauf. Und das ist genau diese Fight. Ja, das braucht man halt. Der Plan weiß nicht, was für eine Verfassung du heute bist. Das ist es ja. Deswegen da, auch das Aufschreiben zum Beispiel, auf den Zettel schreiben und so. Ich meine, wenn das jemand macht, ich finde es nicht schlecht, wenn es ihm das gefällt oder wenn er das braucht. Aber ich finde es für mich selber persönlich war das immer überflüssig und man braucht das einfach nicht. Weil einmal bist du stärker im Training, einmal bist du vielleicht eine Woche später bist du wieder ein bisschen schwächer und schon machst du den Kopf, scheiße, ich habe eigentlich heute weniger Kraft. Aber die Form wird trotzdem besser. Ne? Deswegen, man darf sich nicht von den Gewichten beeinflussen lassen, man muss immer nach der Form schauen. Und was, wenn ich die Woche sauberer trainiert habe wie letzte? Kann es trotzdem sein, dass ich wieder Wiederholung geschafft habe, aber ich bin stärker geworden. Es war einfach nur schwerer, weil ich anders gezogen habe, weniger Schwung genommen habe. Stärker, wie ich schon gesagt habe, wichtig ist die Form, ist ja entscheidend. Ne? Auf die Bühne zählt ja nicht, wie stark du bist, zählt einfach die Muskel, die Qualität, einfach die Form zählt. Dadurch gewinnst du im Bodybuilding, nicht in Gewicht erheben oder sowas. Ne? Deswegen, ne, Gewicht ist eigentlich ein Mittel zum Zweck. Blutsauerstoffmangel, oder? Durchblutung, ja. Ja, das also die Intensität dann, passt dir, oder? Die passt, ja. Dann sieht man genau, welchen Muskel du halt erwischt. Ne? Es gibt bei das manchen Athleten, da sieht man das, wo es blau wird. Es muss ja nicht unbedingt blau werden. Ne? Ja. Sieht etwas komisch aus, aber ist auch nicht schädlich oder so. Oder hat übrigens gesagt, letztes Training, Beintraining, hat er ja nur Halbgas gemacht. Ne? Bei wem? Bei den beiden. Ja, da haben wir Halbgas gemacht. Da müssen wir dann den nächsten wieder Vollgas machen, ne? Ja, genau. Oder? Ja. Also ich will nicht sehen, wenn er Vollgas mit euch macht. Ja, in der Vorbereitung. Also quasi, wie gesagt, wenn wir nächstes Mal Dreh machen oder so, können wir auf jeden Fall gerne Beine machen. Genau. Aber dann Vollgas, ne? Ja. Aber dann brauchen die quasi auf jeden Fall einen Autopilot oder so. Dann kriegt den Fahrer. Da brauchen die einen Fahrer. Nach Hause fahren, glaube ich, geht dann gar nicht mehr. Nur noch rollen. Aber hast du leichter gemacht? Ne? Hast du leichter gemacht? Nee. Geil. Sehr geil. Ja, so muss das halt aussehen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, nicht zu viel also irgendwie sich Druck machen und unbedingt das und das machen wollen. Einfach machen und das kommt schon alles von alleine. Also intuitiv quasi. Ne? Aber am Ende des Trainings soll man dann schon fertig sein und was gemacht haben. Ne? Ja. Also richtig so ausgepowert. Du hast noch einen Korken genommen.
Ja. Also morgen Stage, oder? Men's Physik ja. Men's Physik auf jeden Fall. Also Classic Physik noch nicht, Men's Physik schon, ja. Für Classic Physik sind die Beine noch nicht bereit. Nein. Und oben auch noch nicht. Aber für leichtere Klasse wird es reich. Ja. Warum macht man jetzt die? Ja, jetzt hier so für hinten, für die hinten Striche, wenn du von hinten so Tannenbaum machst oder so, ne? Ah. Dass du hier die ganze Separation kommst. Oh. Das ist brutal, die Übung. Hier. Drei. Vier. Ja. Neun. Zehn. Ja, das ist einfach Training hier. Das ist, was willst du da Wissenschaft draus machen? Ne? Du trainierst einfach, bis nichts mehr geht und fertig. Ne? Und kurz bevor du umfällst, sollst du aufhören halt. Ne? Damals funktioniert immer noch. Das funktioniert immer, ja. Das Training ist immer gleich. Ne? Klar, mit der Ernährung und so mit Supplementen, dann ist man viel weiter wie jetzt damals. Ne? Aber das Training, das ist immer noch gleich geblieben. Ne? Ja. Aber mit der Ernährung und mit Supplementen, dann ist man auf jeden Fall viel weiter jetzt heutzutage. Ich glaube, die Leute sind zu faul geworden. Heute? Ja. Oder vielleicht für die Konkurrenz oder was? Warum ist das Niveau so? Ich denke, dass es gibt schon einige, die richtig hart kämpfen, das muss man echt sagen. Ne? Aber es gibt einige dann auch, wo dann denken, ja, am besten so schnell wie es geht, erfolgreich werden, Profi werden, gute Platzierung machen und mit wenig Einsatz, mit wenig Körpereinsatz, mit wenig Quälerei und sowas. Das funktioniert aber nicht. Du musst einfach Vollgas geben, du musst richtig brutales Training immer durchziehen und ja, von Rumspielen im Training, was weiß ich, so modeschaumäßig und 5 Minuten Pause zwischen den Sätzen, Stativ aufbauen, Video machen, dann wieder poesieren und so und kein Schweiß im Training, ja, da kann das ja nichts werden. Das ist klar, das geht nicht. Man muss einfach über die Grenzen hinaus. 12. Komm! Wahnsinn! 13! 14! 15! 6! Jawohl! 7! 17! 18! 19! 20! Kämpf! 16! Weiter geht's! 17! 18! 19. Komm! Sehr schön. So, wenn die letzte Übung noch viel Kraft da ist, dann. Ja. Dann haben wir was falsch gemacht, ne? Ja. Wenn du jetzt noch da 60 Kilo nehmen würdest, oder wie? Ja, alles ja. Richtig gemacht, ne? Klar. Wie oft trainierst du Beine? Gar nicht. Das ist das Geheimnis. Er hat so oft trainiert, da hat er schon ein paar Jahre Vorlauf. Das ist gut, dann brauche ich auch nicht mehr trainieren. Beine. Ja, ich trainiere schon, aber ab und zu halt nur ein bisschen, weil ich habe nie Probleme rechts und so. Aber so vielleicht einmal im Monat oder so. Aber nur ein bisschen Strecke, ein bisschen Beinpresse und so. Ja, Roland trainiert so hart Beine, dass er einen Monat braucht, um zu gehen. Ja. Ja, damals so viel trainiert, dass er jetzt. Ich würde schon gern Beine trainieren, ne? Also Knieschmerzen und so. Mein Knie ist kaputt rechts. Ist. Und das halt geht halt schlecht, ne? Aber Beine würde ich schon gern trainieren. Ich habe immer gerne Beine trainiert, ne? Aber wenn ich dann Beine trainiere, richtig Gas gebe, da habe ich nachts schon so Schmerzen im Knie rechts, ne, dass ich da kaum noch schlafen kann. So, was nehmen wir? Ich gehe noch nicht so tief rein. Ja. Ich bin noch besser, ne?